Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zum heutigen Informationsgespräch über den aktuellen Stand des Rettungseinsatzes. Ich möchte nach der Reihe die heutigen Teilnehmer vorstellen. Hier den Gernot Salzmann von der Höhlenrettung und seinen Kollegen, den Christian Reuter, ebenfalls von der Höhlenrettung, Herrn Bürgermeister, Landtagsabgeordneten Johann Schnitzhofer. Ich möchte den Einsatzleiter, der bestens bekannt ist, Herrn Seidel vorstellen. Und diesmal haben wir dabei den Peter Hocker. Er ist von Bayern gekommen, er ist dort in der Bergwacht tätig und wird uns berichten können direkt aus der Höhle. Und ich begrüße weitere zwei Vertreter der Einsatzorganisation. Sehr geehrte Damen und Herren, ganz kurz ein technischer Überblick über die Situation. Wir haben aktuell 116 Einsatzkräfte im Gelände bzw. im Tal zur Unterstützung. An dieser Zahl wird sich auch vorläufig nichts mehr ändern. Die Mannschaft ist für die Aufgaben ausreichend aufgestellt. Wir haben heute Nacht einige Aktivitäten in der Höhle setzen können. Die Informationen werden dann die Kollegen berichten. Seit 7.30 Uhr war es dank des Flugwetters möglich, mit Material und Mannschaft die ergänzenden Flüge durchzuführen. Wir haben jetzt bis ca. 11 Uhr in Rotation einiges an Material und Mannschaft vor Ort gebracht. Die Leute sind so weit versorgt, dass sie jetzt noch mindestens einen Tag autark im Gelände sich auch bewegen und aufhalten können. Und in diesem Sinn sind wir jetzt auch so weit aufgestellt, dass der Einsatz in Ruhe abgewickelt werden kann. Die weiteren Details darf ich dann bitten, an die Höhlenrettungskollegen zu richten. Dankeschön. Besten Dank für diese ersten Informationen. Wichtige Frage an den Christian Reuter zum Patienten. Wie geht es dem Patienten? Wie gestalten sich die Rettungsarbeit? Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dem Patienten geht es zurzeit gut. Die Verletzungen sind, denke ich, bekannt. Er hat eine Oberschenkelverletzung und bei den Rippen eine Fraktur und eine Gehirnerschütterung. Der Zustand ist aber sehr stabil und der Patient ist ein Kämpfer. Das heißt, er arbeitet sehr gut mit und dadurch sind wir durchaus optimistisch, dass die Rettungsarbeiten gut voranlaufen. Ein Arzt ist direkt vor Ort, der wird in den nächsten Stunden nochmal abgelöst, weil ein Arzt ist bereits schon wieder heraus aus der Höhle und es ist eine ständige Arztbegleitung und auch Rettungssanitäter sind direkt beim Patienten. Also wie man an meinem Outfit sieht, da habe ich noch nicht Gelegenheit gefunden, dass ich mich irgendwie strukturiere. Betrifft auch diese Pressekonferenz jetzt da eher überraschend. Peter, vielleicht, dass du ein bisschen was sagst, wie es in der Höhle, wie das Klima ist, welche Temperaturen das wir da haben. Und dann. Ja, die Höhle ist was, ich sag mal, die Höhle ist anspruchsvoll. Ich meine, wer für Höhlen was übrig hat, für den ist es eine tolle Höhle. Die Höhle ist wirklich schön. Es ist jetzt keine Horizontalhöhle, sondern eine Schachthöhle. Das heißt, man kommt rein, nach ein paar Meter kommt der erste Strick. Es ist ein Seileinbau über mehrere hundert Meter, der in die Tiefe führt, eine Schachtstufe nach der anderen. Es ist kalt, dunkel, dreckig, nass, gefordert. Und ja, jeder hat irgendeinen Schleifsack, irgendeine Bohrmaschine, irgendwas dabei. Ich habe einen Telefonsack dabei gehabt. Ich habe das Problem gehabt, dass diese Leitung, die man da runterlegen soll, weil Kommunikation ist wichtig in der Höhle, man kann da nicht telefonieren im herkömmlichen Sinn und auch nicht funken und nichts. Ja. Und ohne Führung strukturiert sich das Ganze selber, so wie es jetzt über gewisse Strecken halt läuft, weil natürlich meine Telefonleitung, die man gelegt hat, ziemlich schnell abgerissen war. Man hat eine Statusmeldung geben können und dann haben die Leute, die da runtergekommen sind, haben das irgendwann einmal gerissen. Ich habe dann zwei Stunden lang geflickt im Schacht und dergleichen. Irgendwann ist halt das Material verbraucht und dann habe ich aber gehört, dass die Cavelinks schon am Einbau sind und jetzt läuft das Ganze wieder mit Struktur. Naja, wie man sieht, es ist eine Abfolge von Schachtstufen. Man muss sich das so vorstellen, man kommt hin, es ist dreckig eng, dann hängt da ein Seil links und rechts runter, in der Mitte der Knoten und an dem das Seil, das drunter hängt, da hängt man sich ein und dann schaut man halt, wo man hinkommt. Ja. Und das geht in 10, 20, 30 Meter Etappen geht das so runter. Das sind dann die größeren Schächte, da wo jetzt gerade die Bergung abläuft. Ist ein tolles Beutel, wenn da oben, weit oben irgendwelche Leute mit Lampen sind. Da hört man dann Bohrmaschinen, da wird rumgewerkelt und so. Man hört dann Stimmen, also da, das ist so eine schöne Sache, fisch, beeindruckend. Wie bereits erwähnt, wir sind jetzt da bei Nika-Schacht in die
diesem Bereich haben wir jetzt mit der Bergung des Patienten begonnen, die Schachtstrecke nach oben. Wir haben natürlich dann zwei weitere Schachtstrecken noch und im oberen Bereich noch zwei Engstellen. Die Dauer der Bergung bestimmt nicht der Höhlenretter, sondern die bestimmt der Patient. Das heißt, in diesen Schachtstrecken können wir den Patienten teilweise nicht liegend transportieren, sondern wir müssen die Trage aufstellen. Aufgrund der Verletzungen vom Patienten ist das natürlich teilweise gar nicht so einfach und wir müssen, wenn der Patient zu große Schmerzen hat oder die Belastung ihm zu groß ist, Pausen einlegen. Wir müssen immer wieder warten, bis es besser geht und das kann unter Umständen auch ein paar Stunden einmal eine Pause sein, dass man sagt, der Patient braucht jetzt 3-4 Stunden Pause und dann müssen wir warten. Die Frage, was sehr stark auftaucht, ist, die Engstellen, die werden von uns bearbeitet, also da sind wir gerade dabei, diese mechanisch zu erweitern, also da wird mit so Buchhammern, also mit Bohrmaschinen wird weggestemmt und geschwemmt und diese Stellen werden verbreitert. Das sind natürlich dann auch wieder so Schlüsselstellen, wo man dann schaut, kommt man mit dem Patienten mit der Trage um die Kurve, um den Sekrum, oder muss man ihn dann auch umlagern. Und das ist das, wo wir uns jetzt noch mit dem genauen Zeitpunkt, bis wir den Patienten herausnehmen, sehr, sehr schwer tun. Wir sind natürlich sehr optimistisch, wenn alles gut läuft, gehen wir mal von dem aus, dass wir ihn am Sonntag heraus haben. Aber wie gesagt, die Geschwindigkeit und den Zeitpunkt legt der Patient fest und nicht wir.